Maria ist das große Ja, das die Menschheit für alle Zeiten braucht, damit Christus in die Welt kommen kann und die Welt zum Guten verändert. Christus sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich denn, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium Jesu Christi. Was für ein Gegensatz. Die furchtbare Vision von dem Seher in der Offenbarung und das Magnifikat von Maria im Evangelium nach Lukas. Könnt uns vielleicht die Texte helfen, Entwicklungen der Weltgeschichte einzuordnen und uns gerade in der heutigen Zeit Hoffnung und Kraft und Zuversicht zu geben? Die apokalyptischen Bilder, die wir gehört haben, sind so furchtbar, dass man gern sagen möchte, ja, das sind halt Bilder von der Bibel. Aber das aktuelle Geschehen in dieser Welt belehrt uns, dass solche Bilder in unserer Welt Realität sind. Die heutige Lesung aus der Offenbarung beschreibt den himmlischen Machtkampf, das Gute gegen das Böse. In Form von einem ungeheuerlichen, schrecklichen Drachen. Das Böse ist unvorstellbar mächtig. Eine Bewegung von seinem Schwanz allein fegt ein Drittel der Sterne vom Himmel. Sein Angriff zielt auf eine Frau, die gerade ihr Kind zur Welt bringt. Er will das Neugeborene vernichten. Ein Kampf zwischen abgrundtief zerstörender Todesmacht und hoffnungsvoll neu entstehendem Leben.
Bei der Geburt zeigt sich das Neugeborene als Überleger. Es überlebt. Es hat einen Auftrag, eine Mission, würden wir heute sagen vielleicht. Mit Gottes Hilfe entkommt sie der Bedrohungen und wird zur Hoffnungsträgerin, zu Gott entrückt. Die Botschaft an uns heisst, Gott ist stärker als das Böse. Das Böse zeigt sich manchmal in unserer Welt übermächtig. Aber der letzte Zugriff, der endgültige Sieg ist dem verwehrt. Denn Gott hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Im alten Bund mit dem Volk Israel, im neuen Bund nach der Geburt in Bethlehem, wo Gott selber Mensch geworden ist. Wie wir gehört haben in der Offenbarung, da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Aber warum ist denn das Böse nach wie vor so mächtig in dieser Welt? Warum griff denn der Gott nicht ein, und zwar sofort und jetzt? Gott griff ein. Er hat eingegriffen. Er möchte Oberhand gewinnen in der Welt durch alle, die ihn aufnehmen und durch die er das Gute kann wirken. Darum feiern wir heute Maria. Maria ist auf eine Art der Archetyp von unserem Ja zu Gott. Ihr werdet keine Heldentaten zugeschrieben wie viele andere Heilige, sondern sie hat sich einfach Gott in ihr und durch sie wirken lassen. Sie wirkt mehr durch ihr Dasein, durch ihr So-Sein, als durch Handlungen. Mir geschehe nach deinem Wort, hat sie gesagt. Maria personifiziert das Vertrauen in Gott, ihrem spontanen und freien Let it be, mit dem sie auf den Erzengel Gabriel reagiert. Maria ist das weibliche Symbol für die universale Inkarnation, der große Bewegungsprozess, dass Gott in die Welt kommt und sie durchdringt, in der Menschwerdung von Christus in dieser Welt. Maria ist das große Ja, wo die Menschheit für alle Zeiten braucht, damit Christus in die Welt kann kommen und die Welt zum Guten verändert. Sie ist der Lieb, durch den Christus in die Welt gekommen ist, und der Lieb nennen wir heute Kirche. Sind wir alle. Darum können sich viele Menschen eher mit der Maria identifizieren als mit Jesus. Vor allem, weil sie nicht Gott ist, sondern weil Gott durch sie in die Welt gekommen ist und weiterkommt. Und durch sie und durch uns weiterhin möchte kommen. Am heutigen Fest feiern wir darum Maria nicht einfach als eine historische Frau, die vor 2000 Jahren gelebt hat und Jesus zur Welt gebracht hat, sondern wir feiern Maria als etwas viel Größeres, als den Prototyp für das weiblich Empfangende, das die Männer in sich trägt. Durch das Gott in die Welt will kommen. So richtig feiern können wir also nur dann, wenn wir mit Maria das überzeugte Ja sagen und sagen, mir geschehe. So wie eine Mutter Ja sagt, sich Gott zur Verfügung stellt, ein Kind zu empfangen und in die Welt zu bringen. Und das Kind ist in dem Fall Christus selber. Und bei dem Ja geschieht eine Verwandlung mit uns. Wir fragen nicht mehr, warum hat Gott nicht eingegriffen gegen das Böse und die Welt zum Guten verwandelt, sondern wir glauben, dass er das will und voll dran ist, aber nicht durch Gewalt, sondern durch uns. Wir stellen uns Gott zur Verfügung, dass er durch uns im Hier und Jetzt das Gute in die Welt bringen kann.
dass wir Mütter werden, wie der heilige Franziskus gesagt hat, indem wir Gutes in die Welt bringen und andere Menschen damit anstecken. Besonders auch im Gebet für die Umkehr von Menschen. Und da denken wir natürlich alle heute vor allem an einen Mensch, und man möchte beten, dass er umkehrt. Auch wenn es gemessen an der weiten Welt nur ein kleiner Beitrag ist, den wir leisten können, dürfen wir vertrauen, dass damit das Reich Gottes wächst. So wie Jesus im Gleichnis gesagt hat, auch der kleinste Samen wächst, schlägt Wurzeln und wird ein grosser Baum. Oder mit der bisschen Hefe kann eine Frau einen grossen Teig durchsäuren lassen, dass er aufgeht. Wir wissen nicht wie. Dann dürfen wir als Christinnen und Christen mit Maria voll Hoffnungs Magnificat singen, wo dann auf uns zutrifft. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Gevölker. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Amen.